Schauen wir nochmal auf Forex. Warum eigentlich? Nämlich, Sie sehen es ja, yes zu Forex. Wir nähern uns so langsam dem Ende, aber man muss natürlich sich schon die Frage stellen, nach dem Pro und Contra, was wir jetzt gehört haben, will ich Ihnen hier einfach nochmal ein Stück weit das darstellen, worauf es am Forex-Markt ankommt. Und da sehen wir, wie gesagt, jetzt hier, Sie wissen, es ist ein 24-Stunden-Handel. Es gibt keine Overnight Gaps, einzig am Wochenende, also von Freitagabend auf Sonntag zur Eröffnung in Neuseeland. Da gibt es durchaus Gaps, die sind zwar sehr, sehr selten, aber sie finden dennoch statt. Übrigens auch da eine kleine Bemerkung am Rande. Wenn solche Gaps erfolgen, dann ist die Wahrscheinlichkeit im Bereich 90% plus, dass diese Gaps in der Woche, wo sie, also am Sonntag eröffnet, ein Währungspaar mit einem Gap, und die Wahrscheinlichkeit, dass in der darauffolgenden Woche das Gap wieder geschlossen wird, liegt im Bereich 90%. Passiert nicht immer. Es gibt auch beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar zum Beispiel noch ein Gap vom Februar. Das ist noch offen, also so ein Sonntagsgap. Dennoch ist die Wahrscheinlichkeit in Masse hoch, dass das Gap in der darauffolgenden Woche direkt geschlossen wird. Aber während der Woche, 24-Stunden-Handel, keine Gaps. Wunderbar. Sie haben Liquiditätssicherheit und dann, wenn Sie mit dem richtigen Broker handeln, auch die absolute Transparenz. Dazu findet jetzt auch das Live-Trading im Channel 6 sehr aktuell statt. Dort werden wir bei JFD Brokers auch dann was darstellen in Sachen Post-Trade-Transparenz. Das ist was, was auch viele Broker nicht tun, nicht kennen, nicht machen wollen. Das heißt, man kann als Kunde seine Order rückverfolgen. Also wir bieten Ihnen die Möglichkeit an, wenn Sie am Forex-Markt handeln und wenn Sie eben beim richtigen Broker mit der richtigen Transparenz handeln, dann sollte das kein Problem sein. Und Sie feuern eine Order ab und schließen Sie meinetwegen oder Sie sagen, irgendwas ist mir da nicht ganz koscher, dann kriegen Sie von uns das Transaktionsprotokoll und dazu werden wir am Sonntag auch noch ein Stück weit was erzählen, wie das abläuft. Aber Sie kriegen praktischen Nachweis, wie Ihre Order in den Markt reingekommen ist, wo Ihre Order abgehandelt worden ist und wie der Preis wieder so zurück an Sie lief. Das heißt, volle Transparenz und Sie sehen da, dass auch keiner dazwischen steht und sozusagen auch vorhin schon angedeutet, die Orders im Haus gehandelt werden, also im Haus abgehandelt. Ja, das ist wirklich überhaupt nicht koscher, hat nichts mit Markttransparenz zu tun oder eben aktivem, fairem Trading. Und da wollen wir, wie gesagt, die Branche ein Stück weit revolutionieren mit der Post-Transparenz, die wir bieten. Können Sie das machen? Sie können Ihre Order rückverfolgen lassen und überprüfen, wie ist sie ausgeführt worden, wer war mein Liquiditätsprovider. Dann sehen Sie, die Deutsche Bank hat mich ausgeführt oder JP Morgan und die führen im Millisekundentakt Transaktionen aus, aber Sie wissen einfach, dass Sie bedient werden. Deswegen Liquidität und Sicherheit ganz oben mit dem richtigen Broker. Einstieg mit kleiner Kontogröße, wie gesagt, die Mikrolots 0,-Bereich, können Sie da schon agieren. Das heißt, auch mit kleinen Konten können Sie Erfahrungen am Markt sammeln. Hier geht es nicht darum, am Tag die tausende Euros zu verdienen, sondern ein Gefühl für den Markt zu kriegen. Und das kriegt man meistens ja nur, wenn man auch real handelt. Anders als im Demo. Ein Demo empfiehlt sich, um Strategien zu testen, den Markt kennenzulernen. Aber wenn man dann aktiv handeln will und auch eine Strategie hat, die nachweislich einen gewissen Erfolgsfaktor aufweist, dann sollte man sich ruhig am Markt versuchen und kann das eben mit Mikrolots sehr schön machen, da man hier seine Risikoparameter hervorragend einstellen kann. Genau die Hebelwirkung, die es am Forex-Markt gibt, ist enorm für den Handel der vierten, fünften Kommastelle. Aber mit dem Hebel können Sie natürlich auch ein gewisses Risikomanagement betreiben, um eben nicht zu überhebelt zu sein. Da ist es auch immer an Ihnen, da zu arbeiten. Aber die Hebelwirkung ist eben enorm. Und was faktisch ist, es sind hohe Renditen möglich. Sie erinnern sich an den Chart Euro-Index oder Euro-US-Dollar ab dem Jahr 2014. Die große Abwertung. Mehr als 1500 Pips ging es da nach unten und das ist eine Phase, wo man sagen kann, da sind enorme Renditen möglich und das mit geringen bis kaum Handelskosten. Denn was haben Sie für Kosten? Im Prinzip die Handelskommission, die Handelsgebühr, die Sie auch bei einer Banktransaktion ja praktisch haben, wenn Sie Aktien kaufen, das ist das Einzigste und den An- und Verkaufskurs, den Bid und Ask, den Sie praktisch haben, wenn Sie handeln und der Bid und Ask, das sind die Core-Spreads, auf die Sie eben achten sollten und mehr ist dazu nicht zu haben. Das ist im Verhältnis zu dem, was Sie gewinnen können, prozentualen Promillebereich und das macht den Forex-Markt gerade sehr, sehr interessant. Sie können auch hier Profitpotenzial unabhängig der Marktrichtung, Sie können Long gehen, also auf steigende Währungen setzen, Short auf fallende Währungen, Sie können auch hedgen, also Sie können Positionen absichern, ja, wenn Sie einen Long Trade haben, können Sie auch gleichzeitig eine Short-Position eröffnen, dann patten Sie praktisch das Ganze. Gibt auch viele Trader, die das gern mögen und wollen, können Sie beim Forex-Markt relativ simpel zum Nulltarif praktisch durchführen. Und was natürlich auch noch wichtig ist, ein Broker auswählen, der den richtigen Zugang bietet. Und was haben wir hier? Da muss man auch so ein Stück weit die Lanze brechen. Wir haben ein Konto für alle.
Wenn ein Broker kommt oder ein Kunde kommt zu einem Broker, wir unterscheiden nicht nach Tradertypen oder nach Kapitalgröße. Der Trader, der mit einem 1.000 Euro oder mit einem 5.000 Euro zu uns kommt, der kriegt dieselben Preise wie jemand, der mit einem 500.000 Euro kommt oder aus dem institutionellen Bereich. Das heißt, bei uns ist das alles eine Ebene. Es gibt Broker, die haben Kontomodellen, VIP-Trader, Platin-Trader, was weiß ich nicht alles, halten wir für Tobak, weil im Prinzip der Markt dadurch intransparent wird und eigentlich der eigentliche Zugang zur Fairness und zur eigentlichen realen Ausführung behindert wird. Deswegen ein Zugang für alle ist unser Motto und gleichberechtigter Zugang zu Informationen und Preisen, das ist uns ein Anliegen und das sind praktisch Vorteile, die Sie hier am Forex-Markt sozusagen erhaschen können. Hier nochmal ein Blick zu der Post-Trade-Transparenz. Das, wie gesagt, wird morgen, jetzt aktuell im Channel 6, original angefordert, so sieht das aus. Das heißt, es wurden Trades im Live-Trading-Room abgehandelt und so ein Post-Trade-Report angefordert, um nachzuweisen, wie ist die Order abgehandelt worden. Hochinteressant, das wie gesagt, sich in jedem Falle mal anschauen, Channel 6, das läuft heute noch, ich glaube, sogar fast bis 21 Uhr, Minimum bis 17 Uhr, da können Sie heute noch die Live-Trader, den Live-Tradern über die Schulter schauen, wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Sie sehen hier eben keinen Aushandel, sehr transparent, wer war Ihre Gegenpartei, darum geht's.